Hallo, liebe Campingfreunde. Es ist soweit. Andrea. Hallo. Ferien. Wassermarsch. Ja, jetzt wird erstmal hier ein bisschen Wasser gefüllt. Ein bisschen, ja, ein paar Liter, so 20, 30 Liter nehmen wir immer mit. Ne? Und dann geht's ab nach Kroatien. Kroatien. Juhu. Ein kleiner Zwischenstopp noch irgendwo in Bayern. Ne? Irgendwo Berchtesgadener Land. Ungefähr 4-5 Stunden von hier und dann geht's weiter nach Kroatien. Boah, wir freuen uns, ne? Ja. Die Akira auch, die ist jetzt aber richtig kaputt bei der Hitze. Ja. Bin mal gespannt, wie das wird. So große Ausflüge können wir wahrscheinlich nicht machen mit ihr. Nee, so große Wanderung. Halt mal nicht. Aber egal, Hauptsache einfach mal weg und ein bisschen chillen ist angesagt. Meer, Berge, alles was dazugehört. Ne? Würde ich sagen. Ne? Ja, in der Zeit, wo jetzt hier das Wasser aufgefüllt wird und wir noch den Apollo einrichten und einkaufen müssten, ne, kann ich euch ja noch eine Kleinigkeit vorstellen. Und zwar, wir haben einen schönen E-Roller zur Verfügung gestellt bekommen. Ein Segway Ninebot E22. Und ja, ist mal eine Alternative. Ne? Mir auf die Fahrräder können wir ja nicht mitnehmen. Ne? Nee. Macht keinen Sinn. Nee, Akira kann eh nicht. Kann eh nicht, ne? Mhm. Und dann haben wir gesagt, aber wir gehen wandern. Wir gehen wandern. Laufen, und so ein Roller nimmt jetzt nicht so wahnsinnig viel Platz weg. Ne? Mhm. Und deswegen, ja, jetzt packen wir den mal aus. Ein schöner Karton hier zu Hause. Und dann gucken wir mal, ob das Ding was taugt mit meinem Gewicht. Die Andrea, die fährt da wahrscheinlich 100 Kilometer mit. Aber ist mit meinem. Dann ist er zu schnell. Dann ist er zu schnell. Ne? Aber mit meinem Gewicht bin ich mal gespannt. Ne? Ich bin ja nicht der Durchschnittsbürger. Ich würde sagen, schauen wir uns das Ding mal an, oder? Oder? Ja. Ja, das machen wir mal. In diesem Sinne. Kommt mal mit. So, dann knöpfen wir uns das gute Stück mal vor von der Firma Segway Ninebot E22. E22 für die Reichweite, 22 Kilometer nämlich. Ja, und hier sehen wir schon die 9 Zoll Flat Free Reifen mit Schaumstofffüllung und somit fast wie Luftreifen und sehr, sehr stoßdämpfend. Dann haben wir hier die Frontstange aus anthrazitfarbenem Aluminium, in der auch der Akku sitzt. Also wirklich sehr, sehr edel gemacht. Die Lenkerstange, die kann man nachträglich dann noch zusammenbauen. Die kommen also in zwei Teile. Wir sehen hier die Bremse mit Rot gekennzeichnet, in der Mitte das Display. Hier kann man es auch ein- und ausschalten, das ganze System. Und da sieht man dann auch den Akkustand und natürlich das Gaspedal als grüner Hebel gekennzeichnet. Ja, es ist auch die Möglichkeit, noch einen zweiten Akku hier zu montieren auf der Lenkstange, auf dieser Stange hier, Frontstange natürlich. Und das Trittbrett, das sieht auch sehr stabil aus. Bin mal gespannt, ob auch dieses Fahrzeug hier mich mit meinen 120 Kilo trägt. 100 Kilo ist nämlich eigentlich die Grenze. Hier sehen wir dann auf der Hinterseite die manuelle Bremse und auch das Rücklicht. Außerdem natürlich ein Kennzeichenhalter, denn das Ganze ist auf der Straße zugelassen. Da hier nochmal die Bremse, die Rücktrittbremse. Ja, 24 Euro kostet es einmalig ungefähr, 20 bis 24 Euro. Und dann ist das Teil versichert. Das ist nur eine einmalige Sache. Dann bekommt man auch ein Kennzeichen dafür. Ja, wie gesagt, wir haben hier 100 Kilo Belastung, 300 Watt Motor und 3,5 Stunden Ladezeit für das Ganze. Hier klappt man es ein. So, genau, ich probiere das gerade mal. Klappt man das ein, bis es hinten einrastet und dann kann man das ganze Ding schön handlich tragen, wie ein Koffer. Und auch beim Ausklappen einfach hinten das Schutzblech ein bisschen runterdrücken und schon geht es wieder hoch, bis es vorne einrastet. Ne? Auch der Superständer, der ist sehr stabil und dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Ne? Hier auf der Geraden, seht ihr, beschleunige ich schnell auf 20 Stundenkilometer. Das ist auch die Grenze, 20, 21 Stundenkilometer. Also das geht wirklich flott, auch mit meinem Gewicht. Ne? Auf der Geraden, also da hat das Segway überhaupt kein Problem. Und anders sieht es dann aus, das sehen wir jetzt dann nachher auch, da geht es dann gleich
ein bisschen berghoch, und zwar so eine Steigung zwischen 13 und 15 Grad werden das sein. Und da hat dann der Segway schon ein bisschen ein Problem, denn die maximale Steigung sind 15 Grad. Und bei 100 Kilogramm Maximalgewicht allerdings, ne? Jawohl, da rast er davon, der Aki. Und auf der Steigung, hier sieht man es auch ein bisschen, hat dann der Segway doch ein bisschen Probleme. Ja, bis ganz hoch bin ich nicht gekommen, muss ich zugeben. Aber da ist halt dann auch ganz klar das Gewicht einfach irgendwo dann auch ein bisschen zu schwer für dieses Teil. Aber alles, was unter 13 Grad ist, würde ich mal sagen, fährt es auch mit dem Aki. Und es macht dann wirklich richtig, richtig Spaß, kann ich euch sagen. Wir haben ein Eco, ein Standard und ein Sport. Gang. Also wir können bei Sport natürlich ein bisschen mehr Speed rausholen. Eco, da sparen wir einfach ein bisschen Akku, Emulator. Aber ich fahre die ganze Zeit eigentlich jetzt hier im Standardbetrieb. Und das macht echt Spaß. Aus Transparenzgründen hier nochmal der Hinweis, dass das ganze Gerät mir von sipscootershop.com zur Verfügung gestellt wurde. Es gibt auch einen 5% Gutscheincode mit dem Namen VanFan, falls ihr Interesse habt. Ich verlinke alles mal hier auf meiner Homepage und unter diesem Video. Ja, es macht wirklich riesigen Spaß und ich bin echt am Überlegen, ob ich das Ganze dann auch mitnehmen soll in Urlaub. Fahrräder können wir ja keine mitnehmen dieses Jahr. Und ansonsten macht das wirklich einen super Eindruck. Also 300 Watt Motor, Preis 399 Euro. Und ja, Fuß draufstellen, Gas geben und ab geht die Post. Jawohl. Das Ganze hat auch noch eine App. Das ist auch noch sehr hilfreich. Man kann sehen hier, wie viel Kapazität habe ich noch und die gefahrenen Kilometer etc. Liebe Campingfreunde, cooles Ding, dieser Segway 9-Bot hier macht echt Spaß, muss ich echt sagen. Da fühlt man sich wie so ein kleines Kind. Mal was anderes. Muss ich echt sagen, man fährt eigentlich relativ sicher auf dem 9-Bot. Und ja, 22 Stundenkilometer war die Höchstgeschwindigkeit auf der Geraden, auch mit meinem Gewicht. Ich bin ja nicht gerade der Durchschnittsbürger. Bis 100 Kilo ist es ja maximal belastbar und bei mir kommen dann doch schon noch einige Kilos dazu. Das muss man natürlich noch berechnen. Die Steigung da hinten hat es auch gut gemeistert. Das sind so ungefähr 15 Grad, würde ich sagen. Und das ist auch das Maximale, was der Ninebot schafft. Ganz oben auf dem Spitz, da hat er dann den Geist aufgegeben. Und da merkt man dann einfach mein Gewicht. Ich bin jetzt mal so circa zweieinhalb Kilometer, glaube ich, bin ich gefahren. Einfach mal zum Schauen, wie sich der Akku verhält. Und immer wieder den Berg hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter. Und ja, es ist 98%. Also ich denke mal, der Akku, der hält wirklich, was er verspricht. Und das Ding ist eigentlich eine coole Sache. So als Ersatz für ein Bike, wenn man das Bike nicht mitnehmen möchte. Also gerade auf einer Messe zum Beispiel, da ist das Ding natürlich der absolute Hammer. Das wird auf jeden Fall mitkommen zur Messe nach Düsseldorf. Und natürlich nach Freiburg auf die Caravan Live und ins VanFan-Camp, dann wird das mitkommen. Spart man sich den einen oder anderen Gang, wie es halt so ist, vergisst man irgendwas am anderen Ende der Halle und dann ist man froh, wenn man sowas hat. Ne? Ob ich es jetzt mit in Urlaub nehme, weiß ich noch nicht so ganz. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, weil wir wollen natürlich viel wandern. Und ja, mit der Akira kann man auch nicht großartig jetzt ein Bike mitnehmen bei der Hitze. Das macht keinen Sinn. Und ja, zum Brötchen holen, da kann man auch mal laufen. Ne? Also von dem her, ich werde den Ninebot auf jeden Fall hier noch ausgiebig testen, definitiv auch in unwegen Gelände. Also gerade hier auch am Rand von der Straße ist das auch wunderbar gelaufen, ohne weiteres mit diesen Reifen. Kann ich nur weiterempfehlen, macht echt Spaß. So und so ein bisschen als Fun-Gerät ist das natürlich eine coole Sache. Ja, wir gehen jetzt einkaufen und den Kühlschrank füllen. Und dann geht's los. Ne? Also der Apollo ist gerichtet, funktioniert alles. Ihr seht schon auch, der Ventilator ist fleißig am Gange. 30 Grad heute Morgen schon. Und wir gehen jetzt einkaufen und dann gehen wir auf die Fahrt nach Kroatien mit Zwischenstopp irgendwo in Bayern. Und wenn ihr Bock habt, dann schaltet einfach das nächste Mal wieder ein. Der erste Teil unserer Tour. Viele werden noch folgen. Wir werden bestimmt noch einiges erleben zusammen. Und dann würde es uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid. In diesem Sinne, bleibt vor allem gesund, lasst ein Abo da und ein Like und Kommentar natürlich auch gerne. Und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. In diesem Sinne,
Bis bald, euer Aki. Ciao.